Wir wollen, dass unsere Viertel nicht verschwinden. Wir wollen unser Viertel, so wie es ist, unseren Kindern hinterlassen. Ich finde es toll, gerade auch mit diesem neuen Wolkenkratzer, der nun eröffnet wurde. Es ist wie in New York. Ich finde, sie bekommen das gut hin, dass sich alle Alters- und sozialen Gruppen gut vermischen und aneinander anpassen. Social background to mix and integrate with each other. Für Architekt Perez Guerras ist es ein enormes Glücksgefühl. Europas höchster Wohnturm, das Intempo-Gebäude, wird im Sommer 2021 nach 14 Jahren Bauzeit eröffnet. Finanzkrisen, Bankpleiten, Konstruktionsfehler, alles hat sein Team miterlebt. Nun ist das monumentale Bauwerk fertig, fast 200 Meter und 47 Etagen hoch. Auch bei regnerischem Wetter bietet sich ein spektakulärer Blick auf Benidorm, die Touristenhochburg an der Costa Blanca. Ich glaube, dass dieses Gebäude einen Meilenstein darstellt. Es markiert die Phase eines neuen Aufschwungs in Spanien. Insgesamt 256 Eigentumswohnungen stehen zum Verkauf, natürlich für eine Klientel mit dem nötigen Kleingeld. Zum Zubehör gehören Restaurants oder auch ein Pool in Höhenlage. Und bei Sonne ist die Aussicht noch einmal besser. Seit den 1960er Jahren wächst Benidorm nach oben. Gemessen an der Einwohnerzahl hat der Ort die größte Hochhausdichte weltweit, 345 Gebäude mit mehr als 12 Etagen. Benidorm, das ist ein betongewordenes Symbol für den Massentourismus. Nur in Zeiten der Corona-Pandemie brach dieses Geschäftsmodell ein. Doch Benidorm ist populär geblieben, gerade bei britischen Touristen und vielen einheimischen Urlaubern. Ihnen gefällt der Urlaub zwischen Wolkenkratzern. Benidorm liegt nicht weit von Madrid, aber man hat nicht das Gefühl, in Spanien zu sein. Es ist eher wie Miami mit all diesen Hochhäusern. Ich finde es toll, gerade auch mit diesem neuen Wolkenkratzer, der nun eröffnet wurde. Es ist wie in New York. Benidorm hat seit Jahrzehnten ein einzigartiges Konzept. Das funktioniere hervorragend, findet der Vorsitzende des regionalen Hotelverbands, Toni Major. Von der Fläche sei die Stadt nicht groß, die Identität liege im Vertikalen. Hier geht es immer nur in die Höhe. Der Bebauungsplan unserer Stadt ist so etwas wie die Verfassung einer Nation. Er bestimmt das Ziel, das wir als Stadt anstreben. Und unser urbaner Plan sieht schon seit langem die vertikale Stadt vor. Manhattan am Mittelmeer, dieses Konzept finden nicht alle unbedingt schön. Doch als wir Belén García von einer der wichtigsten Umweltgruppen Spaniens treffen, sind wir schon überrascht, dass sie Benidorm über alles lobt. Die Stadt sei in vielen Bereichen ökologisch vorbildlich, sie verbrauche wenig Fläche, das sei besonders wichtig. Benidorm ist ein Modell für eine nachhaltige Stadt. So gibt es wenige Emissionen, die Leute laufen zum Strand, der Verbrauch von Landfläche ist gering. Und ein Hochhaus ist energetisch gesehen viel effizienter als einzelne Häuser. Und damit werden wichtige Parameter der Nachhaltigkeit erfüllt. Das ist wichtig für die Zukunft.
Belen braucht nur einige Kilometer von Benidorm wegzufahren, um Belege für ihre Argumente zu finden. Spaniens Mittelmeerküste ist ein Paradebeispiel für eine verfehlte Baupolitik. Überall haben sich Siedlungen in Strandnähe und auch in den Bergen ausgebreitet. Hier ist der Landverbrauch enorm. Nehmen Sie etwa eine Anlage mit nicht mehr als 10 Häusern. Dafür braucht man eine Straße, dafür wird dann ein Berg fragmentiert und so weiter. Das bedeutet einen brutalen Landverbrauch. Benidorm dagegen, ein ökologisches Modell, das überrascht. Zum Erfolg von Benidorm gehört auch ein intensives Nachtleben. In mehr als 1000 Clubs und Bars kann bis in den frühen Morgen gefeiert werden. Ein Modell, das funktioniert. Bis zu 16 Millionen Touristen strömen in normalen Zeiten jährlich nach Benidorm. Für die gesamte Region ein enormer Wirtschaftsfaktor. So sieht man das auch im Rathaus von Benidorm, das konträr zur eigenen DNA horizontal und nicht vertikal gebaut wurde. Benidorm sei ein Modell für viele andere Urlaubsregionen, sagt sein Bürgermeister nicht ohne Stolz. Und er zeigt, wie alles angefangen hat. In den 1950er Jahren war Benidorm noch ein kleines Fischerdorf. Damals wollten die Menschen hoch hinaus. Es gibt Untersuchungen, die besagen, wenn es Benidorm 13 Mal gäbe, dann würde das die spanische Mittelmeerküste von allen anderen touristischen Bauten befreien. Wir verbrauchen einfach weniger Boden. Andere Modelle sind sehr viel weniger effizient, gerade was Energie angeht oder andere begrenzte Ressourcen, wie etwa dem Wasser. Und so hören Sie in Benidorm nicht auf. Das Manhattan am Mittelmeer wächst einfach weiter in die Höhe. Sie demonstrieren. Die Einwohnerinnen und Einwohner der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires in ihren jeweiligen Stadtvierteln. Sie demonstrieren gegen den unkontrollierten Bauboom in ihrer Stadt, gegen Immobilienhaie und gegen ihre eigene Stadtverwaltung. Denn sie wollen nicht zukünftig von lauter Beton, von lauter Hochhäusern umgeben sein. No a las Torres, schreiben sie. Wir sagen Nein zu hohen Gebäuden aus Beton. Sie zerstören einen Teil der Stadt und ihrer Identität. Wir wollen, dass unsere Viertel nicht verschwinden. Wir wollen unser Viertel, so wie es ist, unseren Kindern hinterlassen. Im Moment allerdings ändern sich die Viertel rasant. Wo früher teilweise denkmalgeschützte Häuser standen, werden die nun abgerissen, um Hochhäuser zu bauen. Hochhäuser aus dem Klimakiller-Beton und Hochhäuser ohne Höhenbegrenzung. Grund ist ein neues Städtebaurecht aus dem Jahr 2019. Das ermöglicht Investoren und Bauunternehmen fast ohne Vorschriften zu bauen, möglichst hoch, denn mit jedem zusätzlichen Stockwerk machen sie auch mehr Gewinn. Die Folge: ein Boom beim Bau von Hochhäusern in der ganzen Stadt. Den versucht Architekt Daniel Giglio zu verhindern, auch weil dadurch Grünflächen verloren gehen. Grundstücke in der Stadt mit Gärten seien enorm wichtig und werden immer wichtiger in Zeiten des Klimawandels, meint er. Dieser Bauboom hilft nur der Nachhaltigkeit des Immobiliensektors, nicht der Nachhaltigkeit der Stadt. Die Maßnahmen treffen müsste, die energetisch sinnvoll sind, damit sich die Stadt nicht aufheizt und auch nachhaltig ist, was die Abwässerkanäle und die Begrünung betrifft. Buenos Aires ist überhaupt nicht nachhaltig. Die Eckhäuser waren früher typisch für den Baustil von Buenos Aires. Viele von ihnen sind schon recht alt, stehen unter Denkmalschutz. Doch darauf müssen Investoren seit 2019 keine Rücksicht mehr nehmen.
Jetzt würde das Stadtbild zerstört, sagen viele Einwohner. Hinzu kommt, Anwohnerinnen und Anwohner werden nicht gefragt. Und wenn, wird nicht auf sie gehört. Hier zeigt Daniel Giglio eine Stelle an den alten Bahngleisen. Bürgerinnen und Bürger wollten hier einen Park errichten. Doch daraus wurde nichts. Die niedrigen Häuser verschwinden und Orte wie diese Gleise, die in einen Park umgestaltet werden könnten, werden zu Objekten der Immobilienspekulation. Inzwischen verbreiten sich auf den Social-Media-Plattformen Fotos, die belegen, welches Kulturgut dem Bauboom zum Opfer fällt. Auch Fabian Marquez schießt sie oft und postet sie bei Twitter und Instagram. Dem Landschaftsarchitekten fiel dabei auf, dass eine Wohnungsnot nicht der einzige Grund sein kann, warum gerade so viele Hochhäuser entstehen. Seit den 50er Jahren ist die Zahl der Einwohner von Buenos Aires gleich geblieben. Was hier passiert? Die meisten Gebäude sind nicht bewohnt. Die Besitzer wollen sie gar nicht vermieten. Es gibt ca. 350.000 leere Wohnungen, die nicht bewohnt sind. Sind die neuen Hochhäuser also nur leerstehende Spekulationsobjekte? Bauen für den Profit. Das hält auch Gustavo Toczynski für den Grund, warum sich hier eine Baustelle befindet. An der Hauptstraße durch sein Stadtviertel wird eine Spur als Fußweg umgebaut, um den anliegenden Geschäften mehr Zulauf zu verschaffen. Eine Folge könnte sein, dass die Autos sich dann in den umliegenden Wohngebieten stauen. Das tut mir weh. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Damals gab es hier noch einen Fluss, heute ist der zugebaut. Es gab alte Häuser, die sind jetzt weg. Buenos Aires wird seit 16 Jahren von einer Partei regiert, deren Devise es ist, dem Markt viel Freiraum zu lassen. Bürgerinteressen stehen dabei hinten an. Auf Anfrage bekommen wir kein Interview. Stattdessen versucht die Stadt mit ihrer Werbekampagne die Transformation, die Umwandlung, wie sie es nennen, positiv zu verkaufen. Ich bin mit 13 Jahren hergezogen und seitdem hat sich die Lebensqualität in diesem Viertel verschlechtert. Es gibt immer mehr neue Gebäude. Wir Nachbarn sagen, es reicht. Wir tun uns zusammen und wollen Plätze vor Bebauung schützen. Wir fordern ein Gesetz, das bestimmte Orte vor neuer Bebauung schützt und nur niedrige Gebäude zulässt. Und so gehen die Menschen auf die Straße. Immer häufiger gibt es in letzter Zeit Demonstrationen. Hier Aufnahmen von Gustavo Toczynski. Auch Daniel Giglio demonstriert in einem anderen Stadtviertel. Der Verkehr wird blockiert und selbst die Autofahrenden demonstrieren mit. Hat also in Buenos Aires der Städtebau eine Zukunft, bei dem der Profit offensichtlich Vorrang hat, in dem öffentliche Belange wie Entwässerung oder Strom nicht mitgedacht werden? Ohne nachhaltiges Konzept kaum vorstellbar. Hier habe ich die Wand zu einem der Schlafzimmer rausgerissen, um mehr Platz zu schaffen. Ismail Wan ist sichtlich stolz auf seine Dreizimmerwohnung. Ganz im Stil einer Yacht hat der vierfache Vater und Innendesigner sie eingerichtet. Sozialer Wohnungsbau made in Singapur, kreativ interpretiert. Wenn wir weniger Kinder hätten, wäre es perfekt. Wenn sie klein sind, geht's noch recht gut. Aber wenn sie größer werden, brauchen wir mehr Platz. Trotzdem, die Wohnung ist ein toller Start für eine kleine Familie.
for any family, for small family. Das Prinzip, der Staat verkauft Familien wie den Vans eine Wohnung deutlich unter dem Marktwert. Dafür müssen sie sie mindestens 5 Jahre halten. Sie hätten auch eine Sozialwohnung mieten können, aber der Staat macht es möglichst attraktiv zu kaufen. Als Erstkäufer bekommst du verschiedene Kredite und Vergünstigungen, damit du die Wohnung finanzieren kannst. Damit kann sich in der Regel eine Familie so eine Wohnung auch leisten. Rund 80% aller Singapurer leben in solchen Wohnungen vom Staat, die hier alle kurz HDBs nennen. HDB steht für Housing Development Board, Behörde für sozialen Wohnungsbau. Tay Kiel Liu war jahrzehntelang Stadtplaner in Singapurs Wohnungsbaubehörde. Er hat auch dieses HDB mitentworfen. Preiswert und praktisch mussten seine Entwürfe sein und vor allem schnell umzusetzen. Der Grund, so wie hier lebten nach dem Ende der Kolonialzeit etwa 2/3 aller Menschen in Slums oder in überfüllten Häusern ohne Wasser und Strom. Bezahlbarer Wohnraum für Singapur damals eine Existenzfrage. Am Anfang waren das Mietwohnungen, aber die Leute haben da nicht so darauf Acht gegeben. Die Korridore sahen unmöglich aus. Das ist jetzt anders, denn wenn die Leute etwas besitzen, dann wollen sie auch nicht, dass es Schaden nimmt. If they own the place, they don't want to do any damage. Erziehung zum Wohle der Gemeinschaft. Darauf legt in Singapur der Staat großen Wert. Wir wollten von Anfang an nicht nur Häuser bauen, sagt Stadtplaner Leo, sondern Gemeinschaften. Gemeinschaften, in denen Arzt und Automechaniker, Maler und Musiker Wand an Wand leben. Eine Lektion ist, wenn arme und besser gestellte Familien nebeneinander wohnen, dann werden die Kinder der ärmeren Familien sich bei den anderen viel abschauen und selbst besser und schneller im Leben vorankommen. Sozialer Wohnungsbau als Laboratorium der Gesellschaft. Denn nicht nur Arm und Reich sollen hier Tür an Tür wohnen. Das multikulturelle Singapur diktiert auch das Zusammenleben der Ethnien. Auch Makler Ron Chong kann beim Verkauf dieser 3-Zimmer-Wohnung in Bestlage nicht an jeden x-beliebigen Interessenten vermitteln. Der Staat will ethnische Ghettos unbedingt vermeiden und gibt daher Quoten vor. In diesem Fall gehört der Verkäufer zur chinesischen Ethnie. Also wenn jemand mit chinesischen Wurzeln kaufen will, ist das kein Problem. Wäre er von einer anderen Ethnie, müsste man erst prüfen, ob das dann konkret passt. Umgerechnet rund 800.000 Euro soll das Apartment hier bringen. Wenn die Wohnungen noch relativ neu sind, können sie bei Weiterverkauf satte Gewinne erzielen. Später nimmt der Wert in der Regel ab, denn nach insgesamt 99 Jahren fallen die Wohnblocks automatisch an den Staat zurück. Trotzdem habe sich das Modell dann in der Regel gerechnet, so der Makler. Du hast danach die Chance, ein Alternativangebot anzunehmen. Manchmal kauft die Regierung für Renovierungen auch ganze Blocks zurück. Aber das HDB kann auch einfach so an den Staat zurückfallen. Möglich ist der soziale Wohnungsbau made in Singapur nur deshalb, weil der Staat zunächst massiv auf Zwangsverkäufe gesetzt hat und nun einen Großteil des Grund und Bodens besitzt. Das rigide Vorgehen hier weithin akzeptiert. Auch bei Siti und Ismail. Ihre 67 Quadratmeter haben sie vom Staat für umgerechnet rund 160.000 Euro erworben. Bald wollen sie sich vergrößern und sind guter Dinge, dass sie einen guten Verkaufspreis erzielen. Unsere Wohnung ist schön, ungewöhnlich im Vergleich zu anderen. Die Vans haben ihre Wohnung schon abbezahlt. Auf dem freien Immobilienmarkt in Singapur, einem der teuersten der Welt, hätten wir es schwer gehabt, sagen sie. Das Wohnungsbauprogramm als Garant für sozialen Frieden. Der reiche Stadtstaat ließ sich das zuletzt umgerechnet rund 1,6 Milliarden Euro im Jahr kosten.
Wir haben einen guten Mix an 3-, 4- und 5-Raum-Wohnungen in den Blocks. Ich finde, sie bekommen das gut hin, dass sich alle Alters- und sozialen Gruppen gut vermischen und aneinander anpassen. Mit drastischen Direktiven und vielen Subventionen hat Singapur durchgesetzt, sozialer Wohnungsbau ist hier Norm und nicht Stigma.